Ja, hallo und herzlich willkommen auf Austrian Gamer TV zu einer neuen Let's Play und zwar Time Machine VR. Gibt es für die Oculus Rift, HTC Vive und PSVR? Ist eine Forschungssimulation, die uns zurück in die Ozeane der Vergangenheit bringen soll. Ich bin schon gespannt, was uns da erwartet. Und ich wünsche euch viel I trust Spaß you've beim implemented your Zuschauen pod. Good. Let's get to work then. Look up bei to diesem view Let's Play. temporal anchor point information. 2033 CE. 1147 AM Svalbard. Activating temporal stabilization matrix. Look Okay. right and scan the interface to provide visual confirmation. Ja, das kennen wir. Auf der rechten Sequence Seite. activated. Initializing sensor array. Look left and scan the interface to provide visual confirmation. Das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Ich werde versuchen, so viel als möglich in Kurzfassung zu übersetzen, was wichtig ist. Initialized. Prepare for temporal relocation. Hier In wird eigentlich 3, alles 2, eingestellt. Ich muss auch die Brille einstellen. Contrary to popular belief, time travel is neither instantaneous nor beautiful. In fact, were I to lower the shutters, you would likely be driven insane by what you saw outside. We should use this time to review the mission briefing. Our primary research target for this excursion is the Leeds Cichthys, colloquially referred to as Leeds Fish. As far Leeds as we fish. Know, the Leeds Cichthys was the largest bony fish to have ever lived. Der Fossils suggest that it would span upwards of 27 meters, Knochen, rivaling blue whales in size. 27, what we're really interested in is 27 how they Meter. Fed. Unlike whales, it's hypothesized that they used specialized gill rakers to filter feed. We'll need to collect data from inside the mouth of the Leeds Cichthys to validate this theory. I hope your navigation skills are up to par. We've arrived. Welcome to the Jurassic period. The Jurassic period. Focus your view on the shutter controls. I'll lower them and we can begin. Okay. Die Shutterboards aufmachen. Move your pod forward. Okay. Oh, das sind Schildkröten. Ja, das habe ich schon. Oh. The pod is equipped with a time dilation device. Put simply, we can freeze time. Okay. Wir können die Zeit einfrieren. Ja. Jetzt bleiben die stehen. Gut. Das sind viele Schildkröten. Schaut super aus. A group of prehistoric turtles. Their appearance is quite different from that of their modern relatives. Why don't you tag one with a probe so we can get a closer look at its physiology? Okay, wir müssen die taggen, um mehr Daten zu sammeln von denen. Was machen die da? Die paaren sich gerade, oder? They seem to prefer swimming in a tight group. Go ahead and tag three more Solnhofia with probes. Perhaps the additional information will help us interpret their behavior. Okay, ich soll drei noch an, weil die in Gruppen schwimmen. Okay. Einen Tracker soll ich schmeißen, um irgendwelche Kreaturen anzupeilen.
um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben die getaggt, um herauszufinden, warum die in Gruppen schwimmen. Ich hoffe, das war richtig. Ja. Ja, da hinten kommt er. Pliosaurus. So, okay. Da kommt er, der Pliosaurus. Weg, weg. Pliosaurus is one creature you definitely don't want to antagonize. I've marked an escape path. Just in case, of course. Safety protocols recommend moving on to the next research area as quickly as possible. Okay, wir sollen zu der nächsten Station schwimmen, so schnell es geht, um diesen Jäger zu entkommen. Ja. Before proceeding further, let's take this opportunity to calibrate your other scanners. Andere Scanner. And look at the scan icon. Okay. Scanner Menü öffnen. Okay, da schon, ja. Calibrations completed. Scanners always need calibrating. Die Scanner brauchen immer. The lead sickness. It really does dwarf the lead sickness on record. Okay. Magnificent. Now for the tricky part. We'll need to venture into its open mouth to scan its gill rakers. Careful though, it will bite. Okay, wir sollen aufpassen, weil die werden sicher beißen. Aber die Zeit habe ich gestoppt. Excellent navigation. Now scan the gill rakers on each side of the mouth before it notices us. Okay. Getcha. Bevor er das Maul zumacht, bitte. Scan gill rakers. Das sind wahrscheinlich die Kiemen auf Deutsch. Okay. Please hold. Jurassic Simulation Program. Please hold. Okay, das ist jetzt abgeschlossen, die erste Mission anscheinend. Wir sitzen in diesem Pott. Back to the Mondam Museo International Research Mission. I'm Elisabeth Lacroix. I hope you enjoyed your first dive into history. Now that you've proven your ability to withstand time travel, you will be stationed in Svalbard, Norway. Home to a trove of marine life that thrived as much as three... Rob? Rob? Rob, are you there? Doctor, how may we assist? It's Ali. He's called in sick again. He's probably just burnt out. We've been pushing the section leaders hard. But I still need his results. Could you take the cadet out to retrieve the data, please? Doctor, this cadet is still new. I worry that it... I know you worry, Rob. I still need you to do it. Ah, an order. Very well. Well, what an excellent opportunity to advance, cadet. How long will it take? With the lag, we'll pick up coming back. I estimate a few weeks on your end. Good. Go now. Yes, Doctor. Well, Cadet, it looks like we'll continue to work together closely. My name is Roberto, by the way. But please, call me Rob. You probably have questions. We can review your first official mission brief when you're ready. The pod you're controlling has been designed to withstand the stresses of temporal relocation and keep you safe from harm during your travels. Once docking is complete, the portal will transport us back to the specified time and location where it is deemed most likely that we'll find our research subject. Ja, wir scheinen da den ersten Auftrag bekommen haben von dem Doktor und zuerst ein Willkommensvideo von einer Dame hier, die uns gesagt hat,
dass sie hofft, dass wir unsere Eintauche in die Zeitreise genossen haben. Entschuldige, das haben wir auch. Und der Auftrag ist jetzt, weil ein Forscher ausgebrannt ist, müssen wir jetzt statt ihm dorthin und die Daten sammeln, die sie benötigen. Schauen wir sich das mal an da. All systems are now online and operational. Prepare for temporal relocation in 3, 2, 1. Okay, wir reisen jetzt nochmal in die Zeit. Los geht's. Wiedersehen Norwegen 2033. Wohin? Da steht keine Destination Time. Wow, das Wasser steigt. Let's have a look at the assignment. Ali's primary research target was the Pliosaurus. The Pliosaurus. Translation, more lizard. You'll see why. The Pliosaurus is one of the top predators of its time. We need more information about how it hunts. I strongly advise a cautious approach to avoid its powerful jaws. Teleportation complete. When you're ready, focus your view on the shutter controls. Okay, wir sind jetzt daher geschickt worden, weil das die stärksten Jäger sind zu ihrer Zeit und wir sollen herausfinden, warum. Wir scannen da jetzt mal rein. Let's get started. Die Fortbewegung. Pliosaurus thought his pod was prey. See how they patrol. You must avoid detection at all costs. Those in the center seem like an ideal hiding place. Find safe area. To confirm. Wir müssen sich irgendwo verstecken. Vor diesen Jägern, wo sie nicht hinkommen. Okay. Die Fortbewegung erinnert mich ein bisschen an das Good. Now we can continue our research Weltraumspiel. Without fear of attack. Okay. More aggressive, wir brauchen keine Angst haben. So we can get a better idea of what we're dealing with here. Okay. Take the more aggressive. Wie kann ich das machen? So, okay. Da. Okay, passt. It's definitely a Pliosaurus. Okay, es ist ein Pliosaurus. It is strange that two Pliosauruses would choose to stay in such close proximity to each other. Okay, most apex predators are notoriously territorial. Is it possible they share a hunting ground? Tag the other and see. Die Frage ist, ob sie sich das teilen, weil sie normalerweise Alleingänger sind. Perhaps we found a mating pair. If so, I would expect them to be on the hunt for additional food. One theory suggests they use their eyes as their primary method of tracking prey. An eye scan would seem like a logical place to begin our investigation. Okay, wir sollen jetzt das Auge scannen, weil wir herausfinden wollen, wie sie ihre Opfer wahrnehmen. Und es ist ein Pärchen. Deswegen teilen sie sich diesen Jagdgrund anscheinend. Wir sind 7 Meter noch zu weit weg. Ich traue mich aber nicht so nah. Ich habe ein bisschen Probleme gerade. Wow, das schaut geil aus. 20%. Komm. Der bewegt sich schon ein bisschen. Ich schwimme nach. Runter da.
The eye of the Pliosaurus is highly developed, though they would perform poorly in low light situations. Okay, kann in schwachem Licht gut sehen. Let's examine the anatomy of the female Pliosaurus. If they are a mating pair, I'd expect her to be carrying several eggs. I have unlocked a new tool for the purpose. The echography scan. It will let us see the creature's internal systems in detail. Use your echography scan to gain some insight. Wir sollen den Geography Scan an ihr verwenden, weil wir vermuten, dass das ein Weibchen ist und wir schauen, ob sie Eier hat. Ja. Ich halte mal nochmal die Zeit an, wir sind da zu weit weg. Die haben echt keine Skrupel, uns auf diese Viecher da loszuschicken. Okay, wir kommen anscheinend näher. Ah! Da, die Eier. Genau. Na komm schon. Ein Fötus? Das heißt, sie gebären lebend. The pair is no doubt here hunting the smaller creatures I've detected below. Let's head down to see what creatures the Pliosauruses find so appetizing. Okay, sie gebären lebend. Und wir sollen herausfinden, was die fressen da, diese Viecher da. Drei Mystery Creatures. Einmal. Na, zweimal. Oder nicht schneller schwimmen. Den haben wir schon. Aber die schauen auch geil aus. Wow! Ophthalmosauruses. Scan an Ophthalmosaurus's eyes. Perhaps they are well adapted to see in dim light. Mal schauen, ob sie auch in schwachem Licht sehen können. Deswegen sollen wir auch ihr Licht scannen. Der darf uns nicht sehen. Na. Da muss man schon genau drauf bleiben. Passt. Zu den Proportionen hat diese Kreatur die größten Augen. Okay, wir sollen herausfinden, wie tief die tauchen können, und dazu sollen wir die Lungen scannen. Erhalten wir die Zeit an, weil die sind ja relativ schnell. Aber Wahnsinn eigentlich, da die Lungen. According to my calculations, they should be capable of dives of over 20 minutes at depths of 500 meters. Due to the pressure at those depths, deformation of the eye would be of great concern. The sclerotic ring must guard against it. Are the Pliosauruses really hunting the Ophthalmosauruses? They seem unwilling to descend to this depth. Tag an Ophthalmosaurus with a probe to force it to surface. Okay, die können 500 Meter tief tauchen, nach seinen Berechnungen nach, nachdem wir die Lunge gescannt haben, und 20 Minuten unter Wasser bleiben. Jetzt sollen wir einen taggen, um zu schauen, wie tief sie wirklich tauchen können. Oh, jetzt haben wir... Excellent. I've temporarily modified the probe to allow it to gather metabolic information. Da hat ihn doch gefressen. We are lucky. The probe was not crushed when the Pliosaurus ate the Ophthalmosaurus. Verstehe. We gather valuable metabolic data from the Pliosaurus. Use an echography scan on the Pliosaurus to locate the probe. I'll download what it recorded. Okay, das Viech hat ihn jetzt gefressen, hat den Ding, was soll ich da verwenden, das da?
hat jetzt quasi diese Probe in sich und wir sollen danach scannen. Wir sind übrigens 147 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da hinten? Ah, da! Da ist das arme Viech drinnen. Ja, was ist da jetzt? Okay. Schnell weg. Than that of the surrounding water. This area is fascinating, but the data we've gathered must be uploaded and analyzed. Please scan the portal to initiate the transport sequence. Okay, da, die Daten sind da sehr interessant, sagt er, weil eben wir herausgefunden haben, dass die Pleiosaurus diese Tiere wirklich essen und sie so tief jagen können. Und es sieht wirklich beeindruckender aus im Feuer. Oh, Wahnsinn. Riesig das Tier. Oh, jetzt sehe ich nicht, wo ich hinfahre. So, und jetzt scannen wir hier und beenden das Level. Und ich verabschiede mich schon von euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like da und vielleicht auch noch ein Abo, würde mich freuen. Und ja, bin schon gespannt, was uns die nächste Mission bringt. Servus!